Hey ho, hier ist wieder euer Beitkrieger und es geht weiter mit Lufia. Was ist denn hier? Mein Gott, Monster haben mich gefangen und hier eingesperrt. Um ein Haar hätten sie mich gefuttert. Was treibt dich an einen so gefährlichen Ort? Du scheinst mir kein Forscher oder so zu sein. Ich stelle Kunstwerke aus Glas her, doch man kann davon alleine nicht leben. Ich war ziemlich pleite und hörte, dass in dieser Höhle enorme Schätze lagern sollen. Doch wie du siehst, war ich nicht sehr erfolgreich und bin stattdessen von Monstern gefangen worden. Als Dank für meine Rechnung möchte ich dir etwas geben. Nimmst du es an? Das ist der Rubin? Auf meiner Reise fand ich dieses wunderbar rote Glas. Damit habe ich ein wenig herumprobiert. Ich habe zwei davon gemacht und eins in der Stadt verkauft. Du scheinst es zu kennen. Machst Witze. Warte eine Sekunde. Diesen Apfel aus Glas habe ich gemacht. Doch wo kommt dieser her? Das ist der Schatz, von dem du gesprochen hast, der Apfelrubin. Was? Warte mal, das ist kein Rubin, das ist simples Glas. Wann hast du den Apfel aus Glas verkauft? Zu Beginn meiner Reise, ist lange her. Ich weiß nicht, wie dieser Apfel hierher kommt, doch in der Stadt reden alle über diesen tollen Schatz. Ist das möglich, Jaffa? Wem hast du diesen Glasapfel verkauft? Zu einem reichen Kerl aus Narcissus. Ich erzählte ihm, dass ich in Inclementa einen Laden betreibe. Ich kenne viele reiche Kerle, aber der war echt sympathisch, nicht so einer wie Claude. Auf alle Fälle haben wir jetzt den Apfelrubin. Lasst uns gehen und Claudes Kohle abstauben. Aber das ist doch kein Rubin, das ist doch nur Glas. Schau doch mal genau hin. Kannst du etwa einen Unterschied feststellen? Du hast recht. Wir haben den Apfelrubin in dieser Höhle gefunden. Das ist die Wahrheit. Also bald, wie kannst du nur? Keine Panik, wenn dieser Claude denkt, es sei der echte Rubin, dann ist doch alles in Butter. Wenn er an die Echtheit glaubt, dann ist er auch viel wert. Er wird ausflippen vor Freude, wenn er das sieht. Alles klar, auf nach Clamento. Ich gehe auch zurück, vielen Dank für alles. Bist du fit genug, alleine zu gehen? Klar, und nimm bitte den Apfel. Du hältst den Apfel, Rubin. Nochmals danke, ich gehe zurück ins Dorf. Okay. Sonst gibt's hier wohl nichts mehr. Können wir hier noch eine Bombe hinlegen? Bringt das was? Ach komm, machen wir gleich ein paar hier. Bringt aber nichts. Und ja, da ich so schlau war. Ach, ja, Tote können natürlich keine Zauber anwenden. Super. Vielleicht doch nicht ganz so schlau. Nö. Haben wir echt nichts mehr, um die wiederzubeleben. Wäre jetzt irgendwie schon gut gewesen. Aber es scheint nicht so zu sein. Nee. Ja, oder so. War jetzt eigentlich nicht so geplant, aber... Dann müssen wir wohl doch wieder rauslaufen. Aber das sollte jetzt nicht das Problem sein. Wo sind wir überhaupt hergekommen? Nee, das würde uns jetzt noch reichen hier. Wir wollen eigentlich nur abhauen. Oh, Roxy. Das war aber meine Pranke. Da hat sie aber wirklich zugelangt. 160 mit einem Schlag, das ist schon nicht von schlechten Eltern. So, ich heile mich nochmal, weil was jetzt endgültig vorbei ist hier. Außerdem wollte ich nochmal in die andere Richtung rüberschauen.
hier noch irgendwas ist. Ja, jetzt mal gespannt. Nee, das ist nur der andere Zugang, der nützt uns gar nichts. Ach komm, die zwei schaffen wir noch. Jo, Roxy. Du haust aber ganz schön zu mit deiner Pranke. Die hat's richtig drauf. So, dann wollen wir mal die Rüstung wiederherstellen, wie es besser ist für uns. Wenn der Grabbetöter so nichts bringt, macht's keinen Sinn. Muss ich jetzt auch nicht unbedingt kämpfen. So, dann ab nach Clamento. Irgendwann macht Roxy alles alleine fertig. Alle Monster. Dann brauchen wir nichts mehr tun. Ja, da sind wir auch schon. Ihr habt den Apfelrubin gefunden. Super. Finde ich auch. Oh ja, das ist der Apfelrubin. Ihr habt ihn tatsächlich gefunden. Vielen Dank, dann gebe ich euch die versprochene Belohnung. Mein Gott, bist du sicher? Das ist eine ganze Menge Geld. Schon gut, schon gut. Gute Arbeit soll gut bezahlt werden. Aber das ist... Tja... Wir müssen jetzt gehen. Können wir das annehmen, Byte? Das ist eine ganze Menge Geld. Das beweist nur, wie gut Jafars Arbeit ist. Aber... Mach dir keine Gedanken, lass uns gehen. Hallo, Jafar. Oh, du bist es bald. Ja, ich wollte dir etwas geben. Was? Geld? Das ist die Summe, die ich uns Claude für deinen Glasapfel bezahlt hat. Aber ich habe euch den Apfel geschenkt. Ich kann das Geld nicht annehmen. Es geht schon in Ordnung. Das Geld gehört jetzt dir. Aber... Wenn du dich dann besser fühlst, kannst du mir dann für das Geld was verkaufen. Weit, ich stehe tief in deiner Schuld. Schon gut, wir müssen jetzt leider gehen. Das hast du schon von Anfang an geplant, Byte, oder? Ja, übrigens, hier, nimm ihn. Gib's denn mir? Naja, ich kann ihn ja nicht tragen. Danke, Byte, was für ein schönes Stück. Freut sich ja richtig. Solch ein kleines Geschenk macht sie so glücklich. Sie ist wie ein kleines Mädchen. Ja, aber ich weiß nicht, ob sie glücklich sein wird, wenn sie mich begleitet. Das muss sie wohl selbst entscheiden, denkst du nicht auch? Das ist wahr. Hey Tia, wir brechen auf. Bin schon unterwegs. Jetzt müssten wir eigentlich durch diese, ja, wodurch eigentlich? Ich weiß es selber gerade nicht. Ich glaube, hier geht's weiter. Nach Pandoria. Ihr dürft passieren. Pandoria. Okay. Auch gut. Jetzt wird's interessant. Wobei mir dann noch was einfällt. Pandoria. Ja, für sie können wir leider nichts tun. Bevor wir nach Pandoria gehen,
Ich mache das jetzt mal mit Schnelldurchlauf hier. Wo es auch nicht wirklich schneller ist. Es hört sich nur grausamer an irgendwie. Okay, hier geht's rüber. Ich weiß noch nicht. Ah, ich glaube, das war bei Lunaria. Da müssen wir später nochmal hin. Ne, wir gehen erstmal nach Dorf Pandoria. Hey Nora, lass mich dir etwas Interessantes zeigen. Schau mal her. Ah, eine Schlange. Schau hin, es ist nur ein Tau. Du bist eine Heususe, Nora. Ahoi. Hey Jungs, ihr solltet die Mädchen nicht ärgern. Oh nein, das ist Celan. Schnell weg hier. Celan. Hör mit dem Weinen auf, Nora. Aber. Hör mir zu, Nora. Es ist nicht nett, was die Jungs gemacht haben. Aber du solltest nicht immer gleich weinen. Das ist nur Grund für die Jungs, dich noch mehr zu ärgern. Mein Papa hat gesagt, dass Jungs nicht weinen dürfen, Mädchen aber schon. Stimmt nicht. Jungs dürfen auch weinen, aber nur in speziellen Situationen. Ihr wisst es. Mädchen, die ständig weinen, nennt man Heulsusen. Genau, also solltest du wirklich nicht bei jeder Gelegenheit losflennen. Verstehst du das? Nö. Wenn du erwachsen bist, wirst du in das Schloss zurückkehren. Also hör bitte mit dem Weinen auf. Einverstanden. Jo. So. Die wird immer geärgert hier. Aber gut, das sollte hoffentlich zählen als das, dass wir in Pandoria waren. Denn ich habe noch eine wichtige Sache vergessen und die wollte ich noch schnell abchecken. Ich hoffe nur, dass ich genügend habe. Ne? Nur einen. Hoffentlich bringt uns der eine, gibt es dort auch ein Wort, dass wir wieder zurückkommen. Ich hoffe es. Gibt's da einen Shop? Vielleicht hätten wir es einfach dort kaufen sollen. Ich weiß nicht. Schauen wir mal. Ja, hier gibt's auch. Dann nehmen wir uns ein paar mit, solange wir den Zauber noch nicht haben. Weil sonst kommen wir nicht mehr wieder zurück. Was will Roxy eigentlich gerade essen? Habt ihr irgendwie Hunger oder so? Labakutte? Gibt's da eine? Ist hier eine Labakutte? Rüstung. Minirock. Probe. Nee, gibt's nicht. Leider nichts für die Roxy. Aber da wollte ich auch nicht hin. Ich wollte... Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich dachte, das wäre irgendwo hier bei Lunaria. Oh, Büffel. Hey, so schwer sind die nicht. Da ist die Höhle. Aber Tier ist immer noch tot. Da sollten wir vielleicht mal was dagegen tun. Wäre vielleicht besser. Ich suche hier noch was. Was sehr Spezielles. Ich weiß nur nicht, ob ich da an der richtigen Stelle bin. Doch, ich glaube schon. Kreuzspinne. Ah. Braucht man wirklich keiner. Ein Vieh bei mir im Zimmer wäre, ich würde ausflippen. Oh, es ging schnell.
Ja, hier sind wir richtig. Und was ich euch hier das nächste Mal zeige, seht ihr wieder im nächsten Part. Bis dahin, ciao, ciao.